Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau, heute direkt aus meiner Bar im Büro. Ja, ich habe in meinem Büro eine Bar, ich finde es viel angenehmer an der Bar zum Sitzen als an irgendeinem Tisch. Es geht heute um mein Video, Katastrophenfall, was tun, wo ich, da habe ich ja 770 Kommentare gekriegt, da waren richtig böse Sachen mit dabei, weil ich gesagt habe, wer sich jetzt um nichts was scheißt, kann zum indirekten Mörder werden. Und warum ich diese Wortwahl benutzt habe, das will ich euch heute erklären. Und warum ich mich frei, dass ich diese ganzen Kommentare gekriegt habe, auch gern dazu. Außerdem höre ich immer noch, Corona betrifft mich nicht. Betrifft doch nur die Alten und Kranken. Warum es aber jeden treffen wird, und ich meine wirklich jeden, die Auswirkungen von dem Ganzen, das werde ich erklären und mit welchen Maßnahmen wir vermutlich in nächster Zeit zu rechnen haben. Und wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. Die braucht ja eben 2000 Watt. Fangen wir mal mit den Kommentaren an. Ich möchte vorher mal eines klarstellen. Mir wurden ganz viele Kommentare vorgeworfen, ich bin plötzlich linientreu geworden. Und wer meine Videos kennt, der weiß, die Sachen, die Bundesregierung macht, ja, wir sind uns nicht immer so ganz grün, um es mal so zu sagen. Also bin ich plötzlich linientreu geworden? Nein. Und ich möchte euch kurz erklären, warum. Mein erstes Video zum Thema Corona kam am 17. Januar. Am 17. Januar. Da hat unser Gesundheitsminister der Spahn nur gedacht, wenn er Corona gehört hat, hat er an eine mexikanische Biersorte gedacht. Aber nicht an ein Virus. Tatsächlicherweise bin ich einer von denjenigen in Deutschland, die das Virus mit Abstand am längsten verfolgen und auch mit am intensivsten. Ich habe mir da ja nicht nur den deutschen Fernsehen angeschaut, wie die meisten hier, oder habe mir irgendwas durchgelesen, sondern immer medizinische Studien aus Wuhan. Ich habe mir angeschaut, wie die Chinesen dort tatsächlich, was da tatsächlich abgegangen ist und. Also ich habe mich zu dem Thema richtig informiert und habe das auch in meinen Videos immer kundgetan. Und falls ihr euch erinnern könnt, am Anfang hat der Spahn noch gesagt, ist nichts Schlimmes, ist nur wie eine Grippe. Und ich habe damals schon gesagt, das ist ein Quacksalber und hat keine Ahnung von dem Thema. Und jetzt plötzlich ist die Bundesregierung auf meine Linie umgeschwenkt. Also nicht ich bin linientreu geworden, sondern die Bundesregierung ist auf meine Meinung aufgeschwenkt, die ich mir mittlerweile seit Januar gebildet habe. Und ich habe im Januar schon gesagt, das kann uns treffen. Und ich habe im Februar gesagt, das wird uns treffen und man müsste jetzt Maßnahmen ergreifen. Haben wir nur leider nicht gemacht. Das war das Problem an der ganzen Geschichte. Ich werde es auch sehen, das wird sich beim Blackout auch irgendwann mal tun. Momentan ist das die Regierungsmeinung und das ist meine Meinung. Und es wird nicht lang dauern, sobald die letzten Atomkraftwerke und alles abgeschaltet haben, dann wird auch plötzlich die Regierung auf meine Meinung zurückkommen, weil es schlichtweg nicht anders funktioniert. Und das ist ein Unterschied, ob ich linientreu geworden bin oder die auf meine Linie eingeschwenkt haben. Möchte ich nur mal erwähnen. Ich höre dann immer wieder, es betrifft mich nicht, es betrifft doch nur die Alten und Kranken. Tja Leute, mittlerweile sind in Italien auch junge und kerngesunde gestorben und keiner weiß warum. Es wird jeden treffen, entweder durch die Krankheit oder anders, jeden. Es geht momentan schon los, die Geschäfte haben geschlossen. Mein Büro ist aktuell dicht und ich merke es auch, keine Anrufe mehr, nix. Keiner interessiert sich jetzt momentan für das Thema. Jeder hat Angst, was in Zukunft passiert. Mein Spätzl hat ein Video dazu gemacht, weil er ja sein Fitnessstudio schließen muss, wo er drin gelebt hat, muss man ehrlich sagen, beim Sascha. Und der hat geweint dabei, weil er hat nämlich folgendes Problem. Die Miete muss er zahlen, Strom muss er zahlen, Heizung muss er zahlen, Mitarbeiter muss er zahlen. Und das hat er bis jetzt immer gemacht, indem er einfach die Einnahmen, die Beitragseinnahmen von den Mitgliedern gehabt hat, plus das, was er noch dazu an der Bar verkauft hat. Und das wird jetzt wegfallen. Ja, wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Mein Schwager wurde bereits ausgestellt, der arbeitet als Koch in einem Wirtshaus. Der hat gesagt, ich kann es mir schlichtweg nicht leisten, so viel Leute in der Teilarbeit oder wie auch immer das heißt, drin zu haben. Ja, ist weg. Und so wird es Hunderttausende von Leuten geben, liebe Leute. Also bitte,
braucht keiner mir erzählen, es trifft uns nicht. Es trifft uns wirtschaftlich so massiv, da ist 2008 ein Kindergarten dagegen. Ein Kindergarten. Ich merke es jetzt bei mir, ich habe keine Ahnung, wie es bei mir weitergeht. Wenn die Krise jetzt vorbei ist, die ist ja nicht in 2 Wochen vorbei, das ist ein Schwachsinn. Das werden uns jetzt vor allem wirtschaftlich die nächsten Monate und Jahre begleiten. Wie geht es bei mir weiter? Baut da noch jemand? Kauft da noch jemand was? Ich weiß es nicht. Also auch ich habe keine Ahnung, wie es bei mir weitergeht. Wir sehen ja schon, die Schulen sind geschlossen. Ja, es ist mit Sicherheit für die Eltern momentan die Hölle, die Kinder irgendwo in Betreuung zu bringen, weil sie müssen ja noch arbeiten gehen. Und vielleicht haben sie jetzt nicht gerade in einem systemrelevanten Beruf, müssen aber trotzdem arbeiten gehen. Aber die Kinder, wer passt auf die auf? Zu den Großeltern soll es das nicht bringen? Nächster Punkt, Versorgungssituation. Wir werden uns an leere Regale schlichtweg gewöhnen müssen, liebe Leute. Es wird immer was zum Essen geben, da machen wir uns weniger Sorgen, aber es wird halt nicht mehr alles geben. Weil wenn du heute aus Italien Miracoli holst, dann musst du ja an der österreichischen Grenze teilweise bis zu 2 Tage warten, bis er kontrolliert ist. Das wird jetzt in Deutschland genauso eingeführt. Das heißt, er ist dann 5-6 Tage unterwegs für Nudeln. Ja, da muss ich natürlich dann als Unternehmen sagen, es rentiert sich für mich nicht, wenn ich den 5 oder 6 Tage zahlen muss, für das, wo er normal nur wenige Stunden braucht. Würde ich als Spedition sagen, stopp, bis hierher und nicht weiter. Also das heißt, ihr werdet euch zukünftig darum gewinnen müssen, dass, wenn ich halt heute Lust auf Miracoli habe, dass die vielleicht nicht da sind. Dann müsst ihr Pfannkuchen machen. Das wird kommen. Gar keine Diskussion nicht für mich. Die ganzen Sachen, was aus Italien, Spanien, Polen und wie sie alle heißen, die Länder kommen, die haben alle das gleiche Problem. Bis aufs Klopapier. Das produzieren wir im eigenen Land, liebe Leute. Also, es ist fast schon peinlich. Der Franzose hortet Kondome und Wein. Der Holländer kauft Gras bis zum Abwinken. Und mir, der Arme kauft Schusswaffen und mir Deutschen Klopapier. Bitte hört mal mit dieser Horterei von Klopapier auf. Das wird es immer geben. Das machen wir selber. Das ist nicht das Problem. Gehen wir weiter. Es gibt ja immer noch ganz viele, die meinen, sie müssen sich an gar nichts halten. Interessiert es alles nicht. Doch sowieso alles übertrieben. Tja, unser Ministerpräsident, der Söder, hat heute schon davon gesprochen, ich werde vermutlich Ausgangssperren geben, weil sich eben die Leute an nichts halten. Sogar die Raute hat das gestern erwähnt. Also liebe Leute, vielleicht denkt ihr mir noch, bevor sie eine Corona-Party macht, oder was habe ich heute gehört, dass Jugendliche in einem Geschäft die Alten angekostet haben und dabei laut Corona geschrien haben. Wie geht's eigentlich noch? Dass die Kinder zu Hunderten auf Spielplätzen haben, dass man sich irgendwo versammelt an der Isar und dort zum Saufen geht miteinander gemütlich. Leid, wenn es nicht klappt, dann wird es notfalls mit Gewalt durchgesetzt. Dann gibt's die Hausquarantäne für alle. Da hat der Spaß jetzt einfach ein Loch. Und deswegen, auch das wird dann alle treffen. Und wie man in Spanien sieht, die haben hohe Strafen bis zur Haftstrafe, wer sich nicht dran hält. Also liebe Leute, denkt's dran, haltet euch bitte dran, ich habe keine Lust, dass wir alle unter Hausarrest gestellt werden. Weil dann kann ich nicht einmal nur rausgehen und Videos machen im Wald, wie es jetzt an Sascha von WaldheiksTV geht aus Tirol. Der sagt, ja, ich kann keine Videos mehr machen. Ich hätte zwar jetzt Zeit, ich wäre daheim, aber ich kann keine Videos mehr machen, weil ich nicht mehr aus dem Haus raus darf. Und das wird bei uns auch kommen. Kommen wir zum Thema, ist alles total übertrieben, alles totaler Quatsch, weil auf YouTube hat ein Doktor, Dingsbums, fragt es mich nicht mehr, wer der heißt, das habe ich ja mindestens 40 oder 50 Mal geschickt gekriegt, hat gesagt, ihm ist gar nicht so. Also wir reden hier von jemandem, der noch nie jemand gehört hat, wo keiner weiß, wer das ist und sonstiges. Weil ich finde das der Hammer. Zigtausende von Experten auf der ganzen Welt sagen, Leid, es ist die Kacke am Dampfen. Die Wirtschaft wird massiv runtergefahren. Jeder sagt das Gleiche und dann kommt ein oder zwei, die sagen, nein, so ist es voll nicht. Und denen wird geglaubt. Und ich überlege mir dann, warum ist das so? Wie gesagt, ich bilde mir meine eigene Meinung. Ich weiß, seit Januar bin ich mit dem Thema beschäftigt und deswegen weiß ich, was auf uns zukommt. Und ich kann über viele Dinge halt einfach nur lachen. Ich würde diesem Doktor, wo irgendwas, einfach mal empfehlen, er fährt nach Bergamo runter. Da suchen sie dringend Ärzte, wäre doch super. Dann kann er dort mal vielleicht auch die Tageszeitung anschauen.
wo 11,5 Seiten Todesanzeigen gestern drin waren. Normal sind es 1,5 Seiten. Und wobei fast alle Todesanzeigen drunter gestanden, es wird keine Beerdigung geben. Das heißt, die eigene Frau hat die nicht einmal im Krankenhaus besucht, Kinder, wie es ihm so schlecht geht. Die waren alleine. Und die sterben auch alleine. Und die werden auch alleine beerdigt. Da gibt es keine Beerdigung nicht. Also Leute, hört mal bitte damit auf. Ich weiß, psychologisch ist es natürlich klar, da ist jetzt einer, der sagt, ist alles Humbug, ist alles gut, ist alles wunderbar. Ich brauche mein Leben nicht ändern, mein Leben ist doch gut, warum soll ich es ändern? Ist doch super. Tja. Auch bei uns ist es übrigens schon so. Krankenhausbesuchsrecht ausgesetzt. Das heißt, wenn Sie jetzt wegen Herzinfarkt, das muss ja nicht wegen Corona, es gibt ja noch 1000 andere Krankheiten, unsere Krankenhäuser haben ja immer noch voll. Es wird, darf keiner mehr besucht werden. Nur, wenn er zum Beispiel am Sterben ist, dann darf halt der nächste ein Angehöriger, darf ihn für eine Stunde lang besuchen. Mit Schutzkleidung. Sonst nicht. Weißt du, was das für dich bedeutet? Puh, ich möchte es nicht. Für die Selbstständigen, keiner weiß, wie es weitergeht. Keiner. Und ob er die Krise finanziell überlebt oder nicht, das weiß keiner. Das heißt, es werden jetzt ganz viele Leute ausgeschöpft. Bei uns Arbeitsamt, ich meine, jetzt haben sie eine Ethik gemacht, die haben vollkommen überlastet, die wissen überhaupt nicht mehr, was anfangen sollen. So viele Anträge haben sie noch nie gekriegt. Also es wird jeden treffen. Und deswegen sage ich, halt euch bitte einfach an die Sachen, dann brauchen wir auch nicht diese Hausarrest oder sonstige Geschichten. Ich habe da keinen Bock drauf nicht. Nur weil irgendeiner meint, der muss jetzt an der Isar-Party feiern. So. Vielleicht ist, wenn man die einfach die Zusammenhänge sieht, die jetzt kommen, verständlich, warum ich das gesagt habe mit dem indirekten Mörder. Weil leider ist das Problem momentan, dass sich die Leute einfach nicht dran halten an die normalen Appelle von den Politikern. Ist doch mir scheißegal, tut mir doch nichts. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann gehst du halt mal nochmal weiter. Und deswegen freut mich, dass so viele negative Kommentare gekommen haben, dass ich so viele Dislikes gekriegt habe. Das bedeutet für mich, die Leute haben zumindest darüber nachgedacht. Die haben darüber nachgedacht, könnte es vielleicht so sein? Und die anderen haben vielleicht gedacht, okay, was könnte ich meiner Vorsorge noch verbessern? Und Leute, wenn ich da mit einem einzigen Enkel Oma und Opa geschenkt habe, dass die vielleicht überleben deswegen, dann war es mir das alles wert, dann halte ich auch diese blöden Kommentare aus. Da habe ich überhaupt keinen Stress nicht damit. Ich habe mich über jeden gefreut, desto schlimmer der war, desto mehr habe ich mich gefreut, weil ich gedacht habe, ja, ich habe den Zahn getroffen. Oder wie man das sagt. Also ich halte das aus, mich können es gern beschimpfen, habe ich null Stress damit. Wenn ein paar Leute deswegen überleben, mache ich das gerne. Sage ich ganz offen und ehrlich. Und jetzt kommt es, Leute. Das ist die allererste Krise in der Geschichte der Menschheit. Die allererste. Bei dem ihr zum Helden werden könnt, wenn ihr faul daheim auf der Couch sitzt und Netflix, YouTube, wie spielt's, wie auch immer, könnt ihr jetzt zum Helden werden, weil ihr keine Kontakte zu anderen habt und damit die Krankheit nicht weitervererbt. Ja, geiler geht's doch gar nicht mehr. Also bitte, liebe Leute, bleibt daheim, werdet Helden und schaut lieber YouTube-Videos oder etc. Wer nichts zu tun hat, geht's wirklich mal raus, wenn es nicht anders geht. Haltet den Abstand von 1 bis 2 Meter. Ich würde eher 2 Meter empfehlen. Setzt Masken auf, wenn es nicht anders geht. Heute lacht nur jeder drüber, wenn einer Masken aufhat. In 14 Tagen schauen sie die Blätter, wenn es keine aufhast. Tschechei ist jetzt eingeführt worden, nur raus mit Maske. Aus. Und die schreiben auch selber, und wenn du keine Maske hast, musst du dann Schal hernehmen oder sonst was. Irgendwas, was hier die Tröpfchen möglichst drin hält. Mein Beispiel, der BH. Der hat einen BH an. Jetzt kein Spitzen-BH nicht, sondern einen richtigen BH, möglichst dick. Der hält ganz viel, also eine Umgebung wird dadurch ganz viel geschont. Und das wird bei uns auch noch kommen. Es werden auch die Ausgangssperren kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Es geht schlichtweg nicht anders, weil wir einfach zu viele haben, die sagen, ist doch mir wurscht, interessiert mir doch nicht. Gut. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, warum ich das so dramatisch gesagt habe. Das war voller Absicht. Eben um die Leute aus der Reserve zu locken, um die Leute dazu zu bringen, dass nachdenken. Und egal, ob mir jetzt sagt, Corona gibt es nicht oder wie auch immer, Leute, wenn es euch jetzt nicht dran hat, es wird trotzdem passieren. Wir werden diese Hausquarantäne kriegen und die wird dann durchgesetzt.
ohne Wenn und Aber. Und ich habe da keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ich meine, ich bin sowieso draußen, ich bin beim THW dann irgendwo unterwegs. Aber trotzdem, ich habe dann auch keine Lust, nicht, wenn ich dann heimkomme, dass ich nicht einmal in den Wald rausgehen kann. Da wird mir sauber was fehlen. Also, bitte, liebe Leute, reißt euch zusammen, bleibt daheim, werdet zu helfen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, euer Stefan von Outdoor Kimber. Pfiat euch! Zusammen auf Antenne Bayern.